Die Renovierung des Lenau-Hauses in Fünfkirchen begann im Jahr 2023. Das Gebäude wurde nach einem Jahr fertiggestellt und die Einweihungsfeier fand am Ende des Sommers statt. Bauunternehmer ist eigentlich die Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen gewesen, weil sie eine Förderung vom ungarischen von der Regierung bekommen haben, vom Ministerpräsidentenamt eine staatliche Förderung erhalten haben. Und mit dieser Unterstützung haben dann die Renovierungsarbeiten begonnen. Die Pläne waren natürlich schon 2022 fertig und vorgelegt. Also insgesamt haben die Arbeiten über ein Jahr gedauert, 14 Monate ungefähr. Anfangs war das sehr schwierig zuzuschauen, dass erstmal alles zerstört wurde, weil das natürlich immer so anfängt. Aber später hat man dann schon die neuen Umrisse gesehen, dass das alles erneuert wird und schön wird und modernisiert. Und momentan sind wir an dem Punkt angekommen, dass wir eingezogen sind, dass wir einen Tag der offenen Tür organisiert haben am heutigen Tag. Und es wird auch eine offizielle Eröffnungsfeier geben. Da werden auch die Persönlichkeiten eingeladen, die uns unterstützt haben und dazu beigetragen haben, dass nach über 30 Jahren dieses Vereinshaus erneuert werden konnte. Nach mehr als 30 Jahren wurde das Haus renoviert, um einen modernen Ort für Veranstaltungen, Konferenzen und sogar für die Gäste des Lenau-Hauses zu schaffen, die hier übernachten. Was neu ist, eigentlich früher auch schon gab, aber jetzt viel schöner und moderner ist, das sind die Gästezimmer. Wir haben insgesamt 5 Gästezimmer im Dachgeschoss, davon 3 Zweibettzimmer und 2 Appartements mit 3 Betten. Da hoffen wir auch, dass wir durch diese sehr gute Lage in der Innenstadt und mit Parkmöglichkeiten im Hof attraktiv werden, auch für, also nicht nur für die Ungarndeutschen, sondern für ein breites Publikum und Touristen, die die Stadt besuchen. Und natürlich suchen wir auch nach neuen Partnern, die eventuell hier auch einen Vortrag oder eine Konferenz organisieren möchten, weil wir dafür auch gut ausgerüstet sind. Wir haben jetzt schon einen großen Konferenzsaal, wo wir über 70 Personen Platz anbieten können mit Beamer, also mit Projektor und Leinwand. Und ich glaube, das ist so für das 21. Jahrhundert gut ausgerüstet. An der Eröffnung des Hauses nahmen auch aktuelle Mitglieder und ehemalige Leiter teil. Ich war von Dezember 1995 bis Juni 2011 Leiter des Hauses. Das bedeutet eigentlich Mädchen für alles zu sein. Kulturelle Veranstaltungen, Fortbildungsmaßnahmen für Pädagogen, Empfang von Besuchergruppen, Vorträge zu halten und Vermarktung der Gästezimmer, weil wir auch als Verein an Eigeneinnahme angewiesen waren. Und das alles gehörte zu mir. Also ich war für alles verantwortlich, 15 Jahre, sogar noch ein halbes Jahr, 15,5 Jahre lang. Ich habe sehr gern hier gearbeitet. Einfach das Thema, ich bin selbst ein deutschstämmiger Ungar aus Narad, Groß-Narad, Nagy-Narad. Und das war kein fremdes Feld für mich. Und ich habe sehr gerne unsere Landsleute, unsere Vereine unterstützt, wenn sie zu mir gekommen sind, den Lenau-Verein angesprochen haben, Zusammenarbeit oder welche Bewerbungsmöglichkeiten gibt es und sowas. Also, und hier waren auch ungarische Staatsoberhäupter, der Arpad Gönz und der Ferenc Mádl war im Haus. Es waren Bundestagsdelegationen, es waren Vertreter des Europaparlaments, also ganz hochrangige Gäste waren da. Und natürlich die deutschen Botschafter oder Kulturattachés oder andere Attachés waren hier regelmäßig im Jahr mehrmals, je nachdem, was für ein Programm da war. Aber am liebsten erinnere ich mich an Dr. Otto von Habsburg,
Er ist hier bei uns im Zimmer 3, das war der königliches Gemach, übernachtet. Er war als Gast eingeladen, als Vortragender eingeladen, entweder vom Verein oder aber es gab hier, und vielleicht gibt es noch hier, eine Pan-Europa-Union Fünf Kirchen. Und die örtliche Pan-Europa-Union-Leitung hat ihn eingeladen. Und das lag daran, dass er bei uns übernachtet. Oft war auch der Vortrag hier in unserem Haus. Also er war ein sehr angenehmer Mensch. Es war eine Freude, mit ihm zu reden. Also die Geschichte war vor mir sozusagen persönlich. Der Nikolaus-Lenau-Verein für öffentliche Kultur wurde im Oktober 1985 in Fünfkirchen als erste unabhängige deutsche Organisation in Ungarn nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet. Das Lenau-Haus ist das kulturelle Zentrum der Ungarndeutschen in der südungarischen Region und ein Vermittler der deutschen Sprache und Kultur. Für alle, die sich für die ungarische Kultur interessieren, werden das ganze Jahr über spannende und bunte Programme organisiert. Also dieser Verein hat zum einen eine sehr lange Tradition. Der Verein wurde 1985 gegründet, wo es in Ungarn oder in gesamt, also in Osteuropa noch keine zivile Gesellschaft oder Organisation gab, besonders nicht für Minderheiten. Und das war zu seiner Zeit was sehr Großes, ein großer Schritt. Und ja, der Lenau-Verein war immer so was wie ein Vorbild für das ganze Ungarn-Deutschtum im Land und hat immer gutes Vorbild gegeben, wie man Traditionen bewahrt, wie man Jugend fördert und Gemeinschaft bildet. Natürlich haben jetzt diese zwei Jahre uns stark davon abgehalten, aber wir hoffen sehr, dass wir erneut in diese Arbeit und diese Tätigkeit einsteigen können. Das Haus ist eigentlich und sollte auch bleiben ein regionales Kulturzentrum der Ungarndeutschen, also nicht nur für die Gemeinschaft in Pécs, sondern auch Baranya oder halt die ganze südliche Region. Und nicht nur der Verein hat hier seinen Sitz, sondern auch die deutsche Selbstverwaltung in Fünfkirchen, auch der Branauer Deutsche Tanzverein, auch der Verein der Branauer Deutschen Selbstverwaltungen. Also es sind lauter Organisationen, die eigentlich das gleiche Ziel haben und so auch gemeinsam viel effektiver zusammenarbeiten können. Und wir möchten auch in Zukunft darauf hinarbeiten. Ein Teil der Programme der Vereinigung wird ab September in die neue Räumlichkeiten verlegt.